So, also willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mein Test. Der wahrscheinlich erstmal letzten Folge. Ist das schon die 40. Folge am Stück? Ich glaube, danach kommt erstmal wieder ATS und ETS. Aber ja, jetzt erstmal noch mal eine Folge. Ich hoffe, es sind doch 8 Folgen. Ja. Mein Test. So, wir müssen noch weiter draußen Kisten leerräumen. Und dann würde ich nämlich gerne unten im Keller endlich die Kisten hinhaben. Wie gesagt, dazu will ich erstmal hier Freiraum haben. Ach, wir hatten sogar schon massiv. Ah, egal. Voll. Ist hier nicht irgendwas drin? Ne? Nö. So. Du. Goldstaub. Wobei, nee, die haben auch bei Holz mit bei. Der braucht auf jeden Fall hier mal Holz mit bei. Die Knochen war ja unten. Aber du kommst da rein. Du kommst da rein. Erstmal ein paar Werkzeuge wegpacken. Oh, wir haben Ei. Lol. Hatten wir nicht hier Erzeugnisse mit bei? Oder habe ich jetzt doch wieder nach oben gebracht? Scheinbar ja. Da ist schon mal Leder. Da sind Knochen. Und auch Leder. Das heißt, du kannst dich schon mal raus. Rein mit dir. Sowieso ganz schön voll hier. Ja, gut, weil wir auch manche Sachen schon wieder echt massig angesammelt haben. Vor allem auch so überflüssige Sachen. Das jetzt zum Beispiel und die Sachen sind völlig überflüssig. Schmiedeeisenblock, Mikroblock. Pack mal meine Nahrung erstmal hier in the Dash. Oh, warum nicht? So. Goldstaub und Diamanten kommen hier mit rein. Achso, siehst du, so ein Push-Setzling hatten wir ja gar nicht unten, ne? Nö. Da stellt sich mir doch glatt die Frage, warum eigentlich? Aber auch noch gar keine? Hä? Whatever. So. Kohle. Achso. Dann gucken wir mal jetzt, was wir alles rekombinieren können. Denn wir haben hier echt zu viel Stuff. Und alles, was wir nicht rekombinieren können, wird gnadenlos weggeworfen. Ab und zu muss das einfach sein. Ich meine, die Kiste geht sogar noch einigermaßen. Hier ist noch ein bisschen Platz.
Aber hier zum Beispiel, also die kann man nicht rekombinieren, ne? Ja. Genauso wie diese Obsidian-Glastüren. So viel Müll. Es ist einfach so viel kleiner Glimmlichtwürfel. So viel Müll. Verfluchter Schüsselschild. Ach, guck mal hier. Das kann auf jeden Fall. Warum bist du hier eigentlich drinne? Baumwolle? Haben wir Baumwolle nicht unten im Lager? Kurz mal nach da. Du kannst es gleich mal hier ein bisschen was erklären, mein Freund. Was kann hier noch raus? Leere Glasflasche. Ganz ehrlich, wo braucht man die? Ah, okay. Ah, gut, da kann man ein paar Sachen mitmachen, ja. Warum brauchst du zwei Glasflaschen? Achso, weil du die aufeinander der passt. Verstehe, verstehe. Ja, gut. Nehmen wir die mal auf. Das hier zum Beispiel können wir 1 zu 1 direkt umwandeln. In die Dinger. Gibt es hier noch irgendwas, was mir ins Auge gefällt? Glasscheibe. Können wir leider auch nicht rekombinieren, aber 48 wäre mir schon zu schade, die wegzuwerfen. Andererseits, Glasscheiben nutzen wir eh nie. Warum habe ich die Dinger? Da haben wir garantiert irgendwann mal aus Versehen gebaut, ne? Weil die Dinger hier mit diesen komischen da, das werde ich doch nie im Leben nutzen für irgendwas. Habe ich die. Oh, ach ja, hier ist auch noch ein Block. Habe ich die jemals irgendwas. Ach, guck mal, da doch da hinten. Da wahrscheinlich. Da haben wir solche Dinger. Ja, doch, da haben wir sie. Ja, okay. Okay. Okidoki. Das heißt, dann kommt die auch wieder zurück. Weil wir gesagt, da haben wir immerhin 48 von. Das lohnt sich schon, die Dinger aufzuheben. Ja, alles andere kann eigentlich auch bleiben. Jetzt die Kiste ist wieder ein bisschen leerer. So, und wir machen mal. Hi. Yep. Ist aber letzte Folge erstmal. Hab jetzt 40. Lol. So, jetzt rekombinieren wir Wasserzeug. Das sind alles Silber, Beton, Stein, Arsch, Platten. Oh, ich hab wieder Hunger. Egal, was du machst, du wirst immer von deinem eigenen Hunger unter. Gut. Einfach mal auf den Boden geklatscht. Rebellion! So. Silbersandstein brauchen wir hier. Das brauchen wir auch einmal. Silbersandstein brauchen wir einmal. Ja, hier aus können wir wahrscheinlich nichts machen. Das lohnt sich nicht. Das können wir auch, ja. Also viele davon können wir wahrscheinlich einfach wegwerfen. Achso, und einmal Obsidianglas. Gut, erstmal machen wir die Sachen hier. Achso, nee. Wir brauchen eine Säge. Wir brauchen ja die Säge, da geht's einfacher. Dann nehmen wir mal hier gleich mal einmal Obsidianglas mit. Dankeschön. So, Obsidianglas. Wiederverwerten geht nicht. Das geht. Das geht. Bam. Jetzt hat er den Rest einfach entfernt. Ich dachte, der Rest bleibt immer drinne. Was ist denn da los? Warum ist hier eigentlich eine 8 drinne? So. Du nach da oben. Wiederverwerten. Ja, guck mal, das löscht er hier. Hat er doch bei dem anderen nicht gemacht. Da blieb doch der Rest einfach drinne.
Ich habe Fragen. Okay. Gut, egal. Hätten wir jetzt in dem Moment hätten wir es jetzt eh weggeschmissen. Aber wundert tut es mich doch schon ein bisschen. Oh, das ist was anderes. Betonplatten. Ah. Ich mach mal zwei rein. Dem anderen hier ist es aber nicht so, oder? Haben die verschiedene Funktionen? Hä? Das wäre mir doch aufgefallen. Nee, tatsächlich ist doch weg. Lol. Na gut, dann ist das halt so. Dann kann ich da auch nichts gegen machen. Dann hat es das Schicksal so gewollt. Ja, so ist es halt so. So, wollen wir also Betonplatten. Ein Betonblock. Ah, nee, Betonblock war ja oben. Beton, 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 da. Beton, 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 Beton. Gut. Jetzt kommt der angekündigte Kahlschlag. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. So nämlich, meine Freunde. So und nicht anders. So, jetzt kommst du nach da, du nach da, du nach da. Ja. Die anderen Sachen kommen unten ins Lager. Du da rein. Du da rein. So, und haben wir noch einmal Wolle. Die kommt da rein. Jetzt weiß ich gar nicht, warum eigentlich Fackeln. 777. Ach, hat schon wieder jemand mehr Glück als Verstand. So. Hat die Kiste auch langsam schon voll. Das Problem ist nur, ich hätte gerade überlegt, ob wir die drei nicht in die Technik-Mod packen können. Also und das Ding. Aber die ist ja auch schon voll. Könnte man höchstens überlegen, dass man ein paar Sachen doch nicht als Holz klassifiziert, so wie zum Beispiel das Ding und das hier. Hier schmeißen wieder zwei Slots mehr und die kommt dann hier oben mit rein, so ungefähr. Schwierig, wir haben zu viel Holzstuff. Kann ich auch einfach irgendwas klauen? Das hier zum Beispiel kann auf jeden Fall weg. Sechs Holzzäune, das kann eigentlich auch weg. Ich bin so ein Messi, ich kann Sachen nicht wegwerfen. Das ist so traurig. Weißt du was? Ich probiere mal ganz kurz was. Airbrush. Die, Motherfucker. Kunststoff, Schmiede und Messing. Messing. Schmiede. Kunststoff. Haben wir das Ding nicht vielleicht schon? Nö. Danke. Jetzt würde mich mal interessieren. Bei diesen farbigen Blöcken. Bop, 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 bop. Mehr wäre echt nicht, Rudi. Moment, schon mal erstmal nach Raum 2 gehen. Gucken, ob hier wirklich alles leer ist. Aha, ich sehe jetzt noch ein bisschen Scheiß drin. Und hier war nur Essenszeug drin. Kann ich aber auch mal mitnehmen. So.
Jetzt die Kisten alle leer. Kann ich die Kisten sicherlich auch gleich mal mitnehmen. Nein, wir sind voll. Verdammt. Oh, wir haben gar keine Axt dabei. Siehst du, wir sind eigentlich. Fioris die Area. Warte. Haus ist komplett eingeschlossen. Sehr gut. Jetzt brauche ich extra nochmal eine Axt. Na. Wird eine richtige Aufräumfolge hier. Holy shit. Du da rein. Du da rein. Tomaten. Gut, das kann alles oben bleiben. Das auch. Das kommt noch weg. Da rein. So. Ach halt, ich stecke nicht. Das kommt alles bei Holz rein. Eine Kiste, die ja so noch nicht voll genug ist. Aber bei den beiden Sachen können auch unten noch Werkzeuge. Oder ein bisschen sogar noch da, weil das dahin gehört. So und so. Und so. Das, ja, ist im weitesten Begriff auch ein Werkzeug. So. Jetzt mal hier probieren. Wenn ich die jetzt hier so hinsetze. Bam, bam, bam. Right-click any random nodes to open the color scheme. Shift right-click to colorize node to use its color. Be sure to click accept or the color you selected will be ignored. Ja, ja. Ich will eigentlich die vorhandene Farbe rausziehen. Geht das nicht? Wenn ich jetzt Shift klicke? Nee. Oh, ich hab. Ach, verdammt. Ja, gut, kriegst du ein Stöcker draus, klar. Weil es als Holzblock gilt. Gut, das heißt, der Versuch ist schon mal gescheitert. Dann wäre der nächste Versuch, dass ich einfach ganz viel. Am besten schwarze Farbe nehmen, davon aber am meisten und einfach alle schwarz einfärben. Powered by, scheiß drauf. Oder einfach alle wegwerfen, ganz ehrlich. Die paar Blöcke, die Bolzblöcke. Hoch drauf geschieselt. Da und da. Nice. Gib mir mal die schwarze Farbe. Da haben wir so schön viel davon. Habt ihr aber überlegt, die Dinge einfach weiß einzufärben? Geht doch das? Oh, man kann es auch direkt machen. Braucht man eine Rotpistole gar nicht. Ja gut, das war ja. Bing. Das müsste eigentlich, wenn ich hier rechts klicke. Genau, jetzt ist das Ding nämlich umrandet, weil wir diese Farbe haben. Weil eben die Farbe, die man hat, die wird nämlich mal umrandet. Kann man jetzt mal gucken. Hier. Da. Tada, jetzt habe ich schon alle Farben auf, die wir haben. Sehr schnicke. Aber ich nehme schwarz. Und jetzt müssen wir auf Übernehmen klicken. Bam. Easy. Ich sollte mal unsere Axt mitnehmen.
Ne, schwarz sieht so ein bisschen hässlich aus, aber ist ja nur erstmal, damit wir sie zumindest stacken können. Kann ich auch so draufklicken? Ne, schade. Bap, 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 bap. Blöder Briefkasten. Das Schöne ist, wenn ich auf einmal auf ein mehrmals draufklicke, wird trotzdem keine Farbe verwendet. Okay. Sehr schnieke. Und schon haben wir ganz viele schwarze. Yeah. So, und damit, voilà, kann man die schon gleich viel besser stacken. Sehr, sehr schnieke das Ganze. Obwohl ich immer noch traurig bin, dass wir so viel schwarz haben. Kurz einfach mal mit dem Dach da. Ja, aber auch noch auf meine Stuff. Ach, mein Näschen. Wo haben wir eigentlich unser Geld? Verwirrt. Hä? Vor zum Teufel? Hä? Halt, wie ist das denn noch ein Upgrade? Raus mit dir! Hä, warum ist hier so ein Ding? Raus mit dir! Was ist denn hier los? Du kommst nach da? Und wir sind schon wieder out of food. Du kommst nach da? Haben wir natürlich auch wieder. Oh! Verdammt! Dammit! Mist! 1, 2, 3! Da. 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 Hey! So, kostet die Dinger aber auch noch. Weißt du was? Wir können eigentlich actually mal. Da. Zur Bank gehen. Haha. Was haben wir denn hier drin? Gar nichts. Okay, schade. Achso, ich wollte ja mal was essen. Die gute Brot. Wow, so ist das gerade in Aktion. Hier gibt es ja eine Bank. Hey, lass mich durch. Schnauze. Leider funktioniert das nicht. Wäre cool, aber nein. Money Transfer, nein, wir brauchen eine ATM. So, wir haben $30. Nice. Wir wollen Withdraw brauchen wir. 48. Nein, doch das Boot. Verdammt! My English is not the yellow from the egg. Warum geht das nicht? Achso, müssen wir echt so machen. Ach, ich dachte, es wird automatisch automatisiert. Oh, mein Finger. Warum kann man da nicht einfach endlos schnell drauf zuklicken? Gleich haben wir es geschafft. Yes! Yay! Easy. Digga, was los mit diesem? Hängt die irgendwo ein Zug rum oder was? Nö. Von Ufer bekommt das Ding da oben falsche Signale. Vor allem, wie ist alles aus? Woher bekommt er sein Signal? Das Signal hier ist auch aus. Warum blinkt er denn? Der ist auch aus. Hä? Zum Glück gar nicht nervig oder so. Das Schöne ist, wenn ich jetzt als Worker reingehe,
Und jetzt mal ganz kurz, dass ich das Signal überbrücke. Ah, scheiße, jetzt kommt gerade ein Zug. Verdammt. Und schon funktioniert es nämlich wieder. Was ich mich gerade machen wollte, ist, wenn ich sage, Medecon, ich nehme mal hier so ein schönes Signal, das Ding hier zum Beispiel, und kann das einfach daneben. Das ging noch früher. Gut, dann nehmen wir uns halt ein richtiges Signal, das Ding hier zum Beispiel. Und wenn ich das jetzt daneben packe, pop, bekommen nämlich alle kurz ein Signal und jetzt ist das Signal wieder weg. Tada! Damit hätte ich den ja auch aus seinem komischen Vollstate da bekommen. Moin! So. Letzte Folge fertig. Bis bald. Haha. Clear. Oh, wir haben $10 bekommen. Wow. Da muss ich ja direkt mal. Wie viel haben wir eigentlich? Ups. Ja, gut. So. Clear Inf. Bam. Gut. Dann soll es das mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns denn bald wieder, wenn es dann heißt. Ja. Wie gesagt, ansonsten wird es wahrscheinlich erstmal die letzte Folge gewesen sein. Danach kommt erstmal wieder ATS, ETS. Wirst du jetzt 432 Folgen haben. Ich weiß gar nicht, wann die Folge überhaupt rauskommt. Also für euch zum Vergleich, heute ist der 29.3. Da unten. Und ich glaube, die Folge kommt raus irgendwann in 3 Jahren oder so. Ja. Ah, ja. Hab schon wieder ganz schön viele Folgen im Voraus. Gut. Dann, ja. Soll es jetzt noch gewesen sein. Für das nächste Mal habe ich gar nicht so viel vor. Das heißt, wir könnten mal gucken, ob ne, unsere neue Wohnung in Architektur technisch ausstatten. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt mal hier in meiner To-Do-Liste. Das ist fertig. Ja, Keller müssen wir noch ausbauen. Kisten im Keller. Dann Pipe Works Anschluss. Na, dann müssen wir gucken, was wir mit dem eigentlich machen. Und dann können wir gucken, ne, wir haben ja jetzt unter dem Haus viel Platz. Da können wir zum Beispiel die Queries machen. Auf der anderen Seite wollen wir auch immer noch das AKW bauen. Ne? Das AKW ist ja auch noch da. Die Teile dafür. Da wollten wir auch mal noch einen Raum unterirdisch bauen. Also ein paar Sachen haben wir noch auf der Agenda. Ja. Schauen wir mal. Nächstes Mal. Von daher, bis dann.